Guten Morgen Deutschland. So gut ist er leider heute nicht, weil es kommt ein blödes Thema. Traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Jeder kennt diese Aussage. Nach dem Buch Klinische Studien lesen und verstehen. Die Rezension findet ihr hier oben in diesen Infokarten oder Infoboxen, wie auch immer das heißt jetzt. Möchte ich so nah wie möglich an die Originalquellen ran. Der Springer Verlag gibt jedes Jahr ein Büchlein heraus, das nennt sich Berichte zur Lebensmittelsicherheit, in dem auf knapp ungefähr 100 Seiten sowohl da werden die Ergebnisse der Einfuhrkontrollen aus anderen Ländern dargestellt, als auch die Berichte über die nationalen Rückstandskontrollen aufgelistet. Und ja, und das ist relativ wertungsfrei und relativ umfassend. Und ja, das Problem dabei ist, das Zusammentragen dieser Informationen aus den offiziellen Quellen dauert 1 bis 2 Jahre. Da ist das aktuelle Büchlein quasi von 2013. Aber nichtsdestotrotz ist das Auswerten dieser Statistiken ultra interessant. Und man kommt ja nie an diese Originaldaten ran, sondern ist immer darauf angewiesen, was die Medien nur gerade gewillt sind zu präsentieren. Und ich mache zu den Büchlein auf jeden Fall auch noch eine richtige Rezension, eine richtige Buchrezension. Das ist ja eine Reihe, die kommt jedes Jahr. Aber heute soll es um eine Information daraus gehen. Und zwar, spätestens seit der China Study sind diese Aflatoxine in aller Munde. Wer nicht weiß, was das ist, eine kurze Einführung. Aflatoxine sind, wie der Name schon sagt, toxisch, also giftig. Sie sind allerdings natürlich vorkommende Pilzgifte. Und man unterscheidet da 20 verschiedene Aflatoxine. Das könnt ihr auch bei Wikipedia nachlesen. Aber die für den Menschen schädlichste, weil sie sowohl genotoxisch als auch karzinogen wirkt. Das ist das Aflatoxin B1, was unglücklicherweise das Gift ist, was in den Lebensmitteln am häufigsten vorkommt. Vor allem in Reis, in Mais, in Trockenfrüchten und in Nüssen. Genau deshalb wird die Einfuhr dieser Sachen ständig kontrolliert und Deutschland reagiert jährlich mit Sonderverordnungen und natürlich Verordnungen, wie soll es auch sein, auf eben die neuesten Entwicklungen. Wie da genau, das steht alles in diesem Büchlein drin und wer sich dafür interessiert, den habe ich das auch unten in der Infobox verlinkt, das kann er sich da in Ruhe mal angucken. Für uns jetzt und heute ist nur das Ergebnis interessant, weil ich mir sehr, sehr sicher bin, dass euch das genauso wie mich total interessiert. Das krasseste überhaupt aus den ersten Kapiteln, das sind die Feigen aus der Türkei. 8,7% der Proben wurden beanstandet und hatten teilweise einen erheblich über den Grenzwert liegenden Aflatoxingehalt. Das bedeutet, jede 10. Feige aus der Türkei oder 11., um genau zu sein, ist anhand dieser Daten teilweise erheblich krebserregend. Und da ja mindestens 20 Feigen in so einer Packung sind, kann sich ja jeder seinen Teil denken. Ich finde das so krass. Aflatoxine wurden im Irakkrieg als Kampfstoff hergestellt, weil dieser total einfach herzustellen ist und auch eine sehr niedrige letale Dosis hat. Das bedeutet, man braucht da nicht viel, um jemanden umzubringen. Ja, ganz ehrlich, also so gut wie mir diese Feigen schmecken oder generell Feigen schmecken, nicht nur die aus der Türkei. Aber so gut schmecken sie auch wieder nicht. Und zum Glück habe ich ja in diesem Jahr nun einen kleinen Feigenbaum bei mir im Garten in so einem Topf drin und der auch gut Feigen geliefert hat. Aber wir sind leider noch nicht fertig. Auch aus der Türkei. Pistazien sind ungefähr mit 5% beanstandet worden. Also 5% waren über dem Grenzwert von Aflatoxin. Weiterhin ähnlich schlecht abgeschnitten haben, hör zu, Mandeln aus der USA und Erdnüsse aus China. Diese sind aufgrund der Proben, die man genommen hat, ja, die gravierendsten Aflatoxinlieferanten quasi, die ihr so bekommen könnt, also wo ihr am ehesten drauf verzichten solltet. Also nochmal, Feigen aus der Türkei, Pistazien aus der Türkei, Mandeln aus der USA und Erdnüsse aus China. Ich finde diese Information extrem wichtig und mir ist aber natürlich auch klar, dass solche Informationen für die entsprechenden Bauern in den Ländern, in der Türkei, in China, USA, wo auch immer, da auch Konsequenzen nach sich zieht. Aber da bin ich ganz ehrlich, an dieser Stelle bin ich egoistisch. Ich möchte diesen biologischen Kampfstoff oder zumindest diesen stark karzinogen wirkenden Schimmelpilz wirklich nur maximal in der zulässigen Dosis zu mir nehmen, die mein Land dafür herausgestellt hat. Und andere Anbieter zeigen ja, dass es auch anders geht. Ne? Andere Feigen schließen besser ab. Das ist ja immer das Entscheidende. Man muss sich halt wirklich entsprechend auch immer mal informieren. Wenn ihr noch mehr Zahlen aus diesen offiziellen Berichten der Kontrollstellen wollt, dann schreibt mir das. Schreibt mir das in die Kommentare, gebt mir den Daumen nach oben und zeigt mir das so, wenn ihr nicht so gerne schreibt oder anonym bleiben wollt. Wie auch immer. Ansonsten möchte ich euch noch ein Projekt annoncieren, was nächste Woche startet.
Und zwar habe ich zusammen mit der Mojodi oder Mojodi, ich weiß nicht wie ich sie aussprechen soll, Jen vom Gartengemüsekiosk, der Silke Leopold, gemeinsam vegan, einfach anfangen und den Krauts ein Projekt gestartet. Und ja, zwar geht es darum zu zeigen wie geil der Herbst ist, und entsprechend wird nächste Woche jeden Tag einer der genannten Euch den Herbst auf seine eigene Weise näher bringen und warum der Herbst so geil ist. Ja, wir haben sogar schon einen kleinen Trailer, der kommt jetzt. Ich freue mich da schon total drauf, weil es einfach so die Grundintention des YouTuber-Daseins darstellt. Gemeinsam mit anderen und für andere Freude schenken. Und in diesem Sinne wünsche ich Euch einen frohen Mittwoch und wir sehen uns morgen dann wieder, und dann erkläre ich Euch, warum ich mit meinem Sohn nächste Woche ein Bootcamp starte. Aber das sage ich Euch morgen. Ich wünsche Euch was, macht's gut, Euer Christian. Tschüssi.